Grüß euch, meine Lieben, ich habe wieder ein neues Rezept für euch. Ein wirklich sehr, sehr leckeres. Und zwar zeige ich euch, wie ich diese Schokoladenkokosröllchen gemacht habe. Ich habe hier einmal genau 4 Eier. Und da gebe ich jetzt eine Prise Salz dazu. Und 70 Gramm Zucker. Das Ganze werden wir jetzt richtig schön hellschaumig aufschlagen. Nun gebe ich etwas Vanillepaste dazu. Ihr könnt aber natürlich auch Vanillezucker dazu geben oder Aroma. Nun siebe ich dann gleich drüber 40 Gramm Mehl und 20 Gramm Maisstärke. Das ist bitte eine ganz normale Speisestärke. Das mache ich jetzt gleich in einmal. Ihr könnt das aber natürlich auch auf zweimal machen. Und das wird jetzt einfach nur mit Gefühl untergehoben. Als nächstes habe ich hier genau 40 Gramm Sonnenblumenöl. Ihr könnt bitte natürlich auch ein anderes neutrales Öl nehmen. Da gebe ich mir jetzt einfach nur ein bisschen was von der Masse da hinein und verrühre das einmal so. Dann geben wir das Ganze einfach zurück hinein und heben das jetzt auch noch unter. Das Ganze gieße ich mir dann einfach nur in ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Das ist bitte ein ganz normales, was jeder von euch hat. Das ist das Größte, was halt in unseren Öfen Platz hat. Und jetzt geben wir einfach nur alles schön hinein und verteilen es. Und dann streiche ich mir das noch wirklich schön glatt, dass es halt so ebenmäßig wie möglich wird. Und das kommt jetzt gleich ins vorgeheizte Backrohr bei 170 Grad Ober-Unterhitze. Schaut bitte, dass ihr das eher heller backt, weil wenn das dann trocken ist, ist es ein bisschen schwieriger dann zum Einrollen. Ihr beobachtet das einfach so. Mein Ofen braucht leider ein bisschen länger, so zwischen 10 und 15 Minuten. Bei euch kann das auch schneller gehen, aber deswegen sage ich einfach nur beobachten. Ich habe hier genau einmal 70 Gramm dunkle Schokolade, die habe ich mir jetzt ein bisschen gehackt. Und da gieße ich jetzt genau 50 Milliliter heißen Schlagobers bzw. Sahne drüber. Das werde ich jetzt nur ganz kurz schwenken. Jetzt lassen wir das einfach nur für eine Minute stehen. So, jetzt rühren wir da einfach nur schön um, bis sich wirklich die ganze Schokolade schön aufgelöst hat. Und jetzt geben wir uns das einfach nur zur Seite, bis wir es dann brauchen. Ich würde es aber nicht in den Kühlschrank geben, weil sonst wird es schnell fest und das macht die Verarbeitung leider dann ein bisschen schwieriger. So, der ist jetzt bei mir fertig. Der war bei mir genau 12 Minuten im Backofen. Jetzt habe ich das nur vom Backblech runtergegeben. Jetzt werde ich das nur einmal auf ein Geschirrtuch geben. Und dann vorsichtig das Backpapier einmal abziehen. Das macht es dann später einfacher. Nicht, dass das irgendwie oben dann picken bleibt oder so. Das gebe ich dann wieder da einfach hinauf. Das Ganze drehe ich mir jetzt dann noch einmal um. Jetzt gebe ich nur noch das Brett weg. So. Und jetzt lassen wir das einfach nur vollständig abkühlen. Deckt das dann auch bitte ab, einfach nur, dass es nicht austrocknet. Als nächstes habe ich hier genau 40 Gramm Butter. Und die werden wir uns jetzt einmal aufschlagen. Ah, die Butter ist bitte weich. Dann geben wir einfach nur unsere Ganache dazu. Ich gebe das da gleich als Ganzes hinein. Das funktioniert so auch ganz gut. Nehmt bitte alles mit. Von der Füllung her sieht das eigentlich wirklich sehr wenig aus. Natürlich könnt ihr da auch mehr nehmen. Das macht dann einfach nur das Einrollen dann ein bisschen schwieriger. Für meinen Geschmack ist es halt genug. Wer möchte, kann natürlich mehr Füllung machen. Aber ich finde es ehrlich gesagt ideal. Und das werden wir jetzt einfach nur kurz durchmixen. Einfach nur, bis sich das schön gut miteinander vermischt. Seht ihr? Und so sieht das dann fertig aus.
So, jetzt ist unser Boden auch schon abgekühlt. Das geht eh ziemlich flott. Jetzt verteilen wir uns einfach nur unsere Creme drauf. So, tada. Nehmt da wirklich alles gut mit. Das Ganze werden wir jetzt einfach nur schön gleichmäßig drüber streichen bzw. richtig verteilen. Und nun schneiden wir uns das in Streifen, in beliebige Streifen, wie breit ihr eure Röllchen halt wollt. Ich habe das jetzt nur einmal längs umgedreht. Das macht das mir eigentlich einfacher, das einzurollen. Ihr werdet dann eh sehen, sobald ihr anfangt, das zu rollen, was ich halt meine. Ihr könnt das jetzt natürlich auch abmessen, aber ich mache das jetzt ein bisschen so nach Gefühl. Ich werde das jetzt einfach nur einmal halbieren. Und dann gleich noch einmal. Ich tue mir jetzt nur ein bisschen schwer von der Seite. Und nun werden wir das dann einrollen. Das heißt, wir machen einfach kleine Röllchen und beginnen dann einfach einmal auf einer Seite. Dann macht ihr die Röllchen in eurer beliebigen Dicke. Von so einem Streifen mache ich in der Norm so in etwa 4 Stück. Aber ihr könnt sie bitte natürlich so groß, klein, dick machen, wie ihr wollt. Seht ihr? So sehen die jetzt bei mir aus. Der Teig eignet sich dafür wirklich ideal. Und so verfahren wir jetzt mit dem restlichen Teig auch. Gut, ich habe meine jetzt eingerollt. Meine Lieben, das ist jetzt auch die Menge, die dann rauskommt. Also keine sehr große. Ich werde eh noch viel mehr von denen machen müssen, weil die alles so gern haben, weil die wirklich lecker sind. Seht ihr, was ich meine mit der Füllung? Weil das rinnt einfach so ein bisschen raus. Deswegen finde ich, es ist halt wirklich genug. Ich gebe die jetzt einfach nur für 30 bis 45 Minuten in den Kühlschrank. Einfach nur auch, dass die Creme fest wird. Wenn die außen so ein bisschen mit der Creme eingebadet sind, macht das gar nichts, weil die werden ja sowieso dann kommen dann in die Schokoladensoße und in den Kokos hinein. Da merkt man halt nichts. Aber auf jeden Fall gehen die jetzt in den Kühlschrank. Einfach nur, dass das schön fest wird. Während die jetzt abkühlen, können wir dann schon unsere Schokoladensoße machen, damit die dann auch abkühlen kann. Dafür habe ich hier genau 130 Gramm dunkle Schokolade. Da gebe ich dann einfach 40 Gramm Butter dazu. Einen Esslöffel Zucker kann man natürlich auch weglassen. Einen Esslöffel Backkakao. 100 Milliliter Schlagobers bzw. Sahne, 100 Milliliter Milch. Wer möchte, kann auch überhaupt nur Milch nehmen, also nimmt dann einfach nur 200 Milliliter Milch. Aber ich finde, es hat einfach einen geschmacklich ist es einfach besser, wenn Sahne auch dabei ist. Aber ihr macht das natürlich, wie ihr wollt. Und das Ganze werden wir jetzt einfach nur in einem Topf schön schmelzen, einfach nur bis sich alles schön auflöst und miteinander verbindet. Macht das vielleicht auch auf schwacher Hitze, nicht, dass ihr das zu stark eingeschalten habt und vielleicht dabei bleiben. Das geht eh ganz schnell. Wenn sich dann alles gut aufgelöst hat und es diese Konsistenz hat, seht ihr, dann können wir dann auch schon abdrehen. Und jetzt kann man das eigentlich, wenn man möchte, umschütten, einfach nur, dass das besser auskühlt. Das sollte jetzt dann auch auf Zimmertemperatur auskühlen und dann können wir mit dem arbeiten. Ihr könnt das natürlich auch schon vorher richten, das bleibt ganz euch überlassen. Jetzt können wir dann auch schon weitermachen. Dafür nehmt ihr euch jedes einzelne Röllchen. Meine Schokosauce ist jetzt ein bisschen abgekühlt. Sie ist jetzt bei mir ein bisschen lauwarm. Ihr seht eh, wie ihr damit zurechtkommt. Sonst lasst das einfach noch ein bisschen abkühlen, aber in der Norm funktioniert das auch so. Die werden dann einfach nur einmal kurz in die Schokoladensauce getunkt, dass sie einfach damit schön bedeckt sind. Und dann werden sie einfach nur in Kokosflocken gewälzt.
Schaut einfach nur, dass da überall schön was drauf ist. Seht ihr? Und so sehen die dann aus. So, meine Lieben, so sehen die jetzt fertig aus. Ich habe auch zwei von denen angeschnitten, damit ihr auch ein bisschen das Innenleben anschauen könnt. Ja, meine Lieben, ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!